Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Mafia 2 Part 32. Ja, wir haben letztes Mal die Mission vergeigt. Wir sollen Leo Auf bauen. Wiedersehen, Mr. Scaletta. Das heißt Mission. Das war unsere persönliche Mission. Und Scheiße. Ich will jetzt ganz schnell ein Auto einschlagen. Hallo, steigt rein. Ja, jetzt habe ich schon ein bisschen Zeit vergeigt. Och man, komm nicht schon. Du Affe. Fahrerflucht, Verfolgung aufgenommen. Ah, dann verfolgt mich weiter. Verstanden. Ich bin weg. Doch nicht. Leute, sorry. Mission neu versuchen. Sorry. Ciao, Mr. Scaletta. Ach man, man, man. Nein. Verzeihung. Na, was passiert da? Wieder Zeit vertrödelt. Und los geht's. Hoffen wir mal, dass wir rechtzeitig kommen dieses Mal. Letztes Mal haben wir es ja nicht geschafft. Oh Scheiße. Oh nee, schon wieder genau an derselben Stelle. Verstehe es nicht. Warum bin ich so behindert im Autofahren? Ich verstehe es nicht. Die Mission wird nichts, also ich weiß jetzt schon, dass sie nichts wird. So wie ich im Rückstand bin, halt. Und wir haben nur noch die Hälfte der Zeit. Ich war sogar letztes Mal besser dran. Das gibt's doch nicht. Oh mein Gott. Hälfte der Zeit nur noch. Guck dir das mal an! Was ist das für ein Auto? Schießen die auf mich, oder? Jetzt schießen die auch noch auf mich. Jetzt schießen die noch auf mich. Yeah. Oh Mann. Komm ich nicht. Ich schaff das nicht mehr. Nee. Zeit reicht nicht aus. Nein, warum? Das war ja auch klar, ne? Ich glaube, jeder wusste es von euch, dass ich noch irgendwo gegenknallen muss. Weil sonst würde mich das Spiel ja nicht hassen, Alter. Sonst würde mich das ja verehren. Würde ich es einmal schaffen. Und da sind wir auch schon. Und wieder genau an derselben Stelle. Hier. Ja. Und jetzt wird das Auto wieder langsamer. Ich verstehe es nicht. Los, fahr weiter. Komm. Seht ihr das? Ihr seht das, oder? Ja, genau. Genau da. Das ist das letzte Mal, dass ich es jetzt mit der Aufnahme mache, sonst muss ich wohl kurz. Ciao, Mr. Scaletta. Ohne die Aufnahme jetzt verpisst euch, ja, geht doch. Verdacht auf Autodiebstahl. Alles klar. Autodiebstahl im Gange. Nehmen wir Verfolgung auf. Ja, das Spiel. Roger. That game. Typisch. Pisst euch. So ein behinderter Start. Habt ihr sowas schon mal gesehen?
Nee, oder? Nö. Warum sollte man sowas sehen? Die denken wahrscheinlich auch alle, ich bin behindert im Auto. Ja. Verpiss dich doch, was soll das? Ja, los. Steig aus. Denkst du auch, ich bleib stehen, ne? Affengeburt. Was willst du? Verpiss dich. Ja, Leute, wie wahrscheinlich merkt, ich rede nicht mehr, weil ich keinen Bock habe, dass ich das wieder verkacke. Müssen wir die Polizei auch noch auf den Fersen. Ja, mal schön weiter, ich bin weg. Diesmal sieht es sogar ein bisschen besser aus. Da die Polizei jetzt da ist, kann es noch so passieren, dass ich sogar sterbe, ey, wenn ich jetzt sterbe. Ich glaube, ich raste dann aus. Mach ich ja jetzt schon, ja? Fahr los! Ich, ihr seht ja, ich werde nicht mehr gesucht, aber trotzdem ist die Polizei da. Ja, das Spiel will mir das nicht gönnen, dass ich es für einmal besser... Da ist ja die Polizei. Die Polizei ist ja überall. Nicht zu glauben. Sag nicht, ich hab's geschafft. Oh mein Gott. Keine Zeit zum Trödeln. Scheiß Auto. Ich bin drin. Leo! Leo, bist du da? Leo! Wie zur Hölle kommst du hier rein? Hau ab und ich schieß dir ein zweites Leo, Loch in Leo, Arsch. Lass das! Ich bin's, Vito! Vito? Verdammt, was machst du hier? Du hättest vorher anrufen Leo, sollen. Leo, wir haben keine Zeit. Sie wollen dich aus dem Weg räumen. Du musst weg hier! Was? Komm rauf, Vito. Hier kriege ich kalte Füße. Willst du was trinken? Ob ich einen Drink will? Sag mal, hast du sie noch alle? Okay, was ist los? Hör zu, Falcone will dich ausknipsen. Die Jungs sind gleich hier, du musst abhauen. Was? Warum denn das? Falcone hat gehört, dass Vinci gegen ihn vorgehen will, weil Clementi gelogen und behauptet hat, er sei im Drogengeschäft. Gelogen? Vito, Carlo Falcone ist im Drogengeschäft, jeder weiß das. Clementi wollte da unbedingt mitmischen, darum hat Falcone ihn beseitigt. Jetzt will er uns auch loswerden, bevor wir was gegen ihn unternehmen. Woher weißt du das? Ich habe meine Quellen. Wieso bist du nochmal hergekommen? Wieso? Sag mal, wirst du jetzt senil? Sie wollen dich loswerden! Dort, hör auf zu quatschen, zieh dich an und lass uns abhauen! Wieso schalten wir nicht einfach die Killer aus, die Carlo mir schickt? Wir sind doch im Vorteil. Sie denken, wir sind ahnungslos. Das ist unmöglich. Ich kenne den Typen, ich habe ihm den Job verschafft. Was? Du heuerst einen Freund dafür an? Nein, nicht direkt. Ich habe keine Zeit, es dir zu erklären. Er wird gleich hier sein. Gut, warte hier. Ich ziehe mich an. Verdammt, so spät. Sie sind da. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Henry darf mich hier nicht sehen. Wir müssen uns verstecken. Schnell. Okay, was machen wir denn hier? Wo können wir uns hier verstecken? Gibt's hier irgendwas zum Verstecken? Gibt's hier irgendwas? Vielleicht passen wir hier rein. Bist du irre? Gibt's hier nichts zum Verstecken? Scheiße. Gibt's hier vielleicht drin irgendwas? Nein, 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 nein. Hier? Oh, nee, scheiße. Vito! Verdammt, was machst du hier? Okay, ganz ruhig, Henry. Nimm die Waffe runter und schick die Jungs weg. Ich erkläre dir alles. Jungs, ihr wartet draußen. Wenn ich in ein paar Minuten nicht rauskomme, schaut mal nach. Hm. Hinsetzen.
Was läuft hier, verdammt? Hör zu, Henry. Leo ist ein Freund von mir, okay? Er hat mir im Gefängnis praktisch das Leben gerettet. Ohne ihn wäre ich nicht in der Familie. Ich wusste nicht, dass Eddie ihn loswerden will. Ich musste ihn warnen. Das musst du verstehen. Ja, aber du musst verstehen, dass ich mir keine Fehler leisten kann. Wenn ich Leo laufen lasse, denkt Falcone, ich habe ihn absichtlich beschissen und... Verdammt, Henry, ich bin dein Freund. Ich würde dasselbe für dich tun. Das hat nichts mit Freundschaft zu tun, Vito. Hier geht's ums Geschäft. Und wenn ich versage, bin ich fällig. Ich kann ihn nicht gehen lassen. Ich habe einen Job angenommen und muss ihn zu Ende bringen. Wenn du nicht zusehen willst, kannst du gehen. Keiner erfährt, dass du hier warst. Also keine Sorge. Hör zu. Leo hat mir erzählt, dass das alles nur wegen Falcones Drogengeschäften passiert. Er verstößt gegen die Regeln und will alle Mitwisser beseitigen. Na und? Die einzigen Menschen, die diese Regeln nicht brechen, sind Frank Vinci und Leo. Und die haben mich nicht auf ihrer Lohnliste. Vito, vielen Dank für alles. Aber geh jetzt besser. Ich hatte ein langes, gutes Leben. Riskiere nicht Kopf und Kragen, nur um meinem alten Mann noch ein paar Jährchen zu verschaffen. Nein, Leo, es muss einen Ausweg geben. Vito, geh. Sorry, Vito. Keiner erfährt, dass du hier warst. Pass auf, dass du nicht gesehen wirst. Scheiße. Oh, scheiße. Du schuldest mir einen Gefallen, Kumpel. Was? Na, Kleiner? Leo! Willst du einen Drink? Was ist passiert? Dein Freund und ich haben uns geeinigt. Ich werde abtauchen. Mich hält nichts mehr in dieser Stadt, seit meine Frau gestorben ist. Ich wollte mich ohnehin in der wärmeren Gegend niederlassen. Tja, hauen wir ab, bevor dein Freund es sich noch anders überlegt. Oh, Henry ist ein Freund. Henry ist ein Freund. Oh, was ein Typ. Oh, Alter. Ich wollte fast schon anfangen, ihn zu beschimpfen. Nett. So ehrlich, nett. Und wie kommen wir dahin? Leo. Wo ist er denn jetzt hin? Der ist hier lang gegangen. Oh. Der Wagen sieht doch geil aus. Okay, Vito. Würdest du mich jetzt zum Bahnhof bringen? Diese Stadt war immer gut zu mir, aber jetzt heißt es Abschied nehmen. Willst du etwa im Schlafanzug los? Worauf du einen lassen kannst. Ich bin lieber lebendig im Pyjama als tot im Smoking. Weise Worte. Wirst du Frank erzählen, was passiert ist? Aber natürlich, keine Sorge. Ich werde deinen Namen nicht erwähnen. Du hast schon genug Sorgen. Danke, Leo. Die ganze Sache ist urplötzlich kompliziert geworden. Verstehst du? Natürlich, Vito. Was hast du erwartet? Du schwörst den Eid, ziehst deinen schicken Anzug an und dann ist alles eine große Party? Carlo war schon immer ein verlogener Hurensohn. Sogar für jemanden aus der Branche. Ich habe Frank schon vor Jahren vor ihm gewarnt. Und was machst du jetzt? Ich verschwinde und lasse den Dingen ihren Lauf. Ich nehme den ersten Zug nach Last Haven. Und ich rufe ein paar Leute an und kläre meine Angelegenheiten. Dann fahre ich zum Flughafen und fliege irgendwo hin, wo es warm ist. Morgen um diese Zeit liege ich irgendwo am Strand und trinke einen von diesen Fruchtdrinks mit einem Schirmchen drin. Eins ist klar, wenn Carlo mich tot sehen will, dann sollte ich nicht hierbleiben. Das wäre eine Einbahnstraße ins Leichenschauhaus. Ist das nicht übertrieben? Nein, ich wollte mich sowieso zur Ruhe setzen. Wenn du in meinem Alter bist, erscheinen all diese Auseinandersetzungen irgendwann sinnlos. Frank wird sich nie ändern. Er ist ein Streithammel. Heutzutage hört er nur noch auf die jungen Hitzköpfe, weil sie ihm sagen, was er hören will. Wenn er hinter Carlo her ist, kann er das auch ohne mich. Es tut mir leid, dass ich dich in diesen Schlamassel mit hineingezogen habe. Hab's mir selbst ausgesucht. Du hast das alles nur ein wenig beschleunigt. Abgesehen davon, was hätte ich tun sollen? Etwa im Hafen schuften, wie mein alter Herr? Hey, bei mir läufst du offene Türen ein. Oh ja. Danke. Und was hast du für Pläne, Vito?
Sieht so aus, als ob du jetzt bis zum Hals in Schwierigkeiten steckst. Ich hab keine. Ich will mir einfach nur eine goldene Nase verdienen, ohne dabei eine Kugel in den Kopf zu bekommen. Sehr originell. Leichter gesagt als getan, das kannst du mir glauben. Das ist doch der Bahnhof. Okay, hier ist es. Danke für alles, Vito. Versprich mir einfach, dass du nie wieder etwas so Dummes machst wie heute. Deinen Hals zu riskieren, nur damit ein alter Mann noch ein paar Jahre mehr hat. Versprochen, das nächste Mal sehe ich zu, wie sie dich abknallen. Hab noch ein schönes Leben, alter Mann. Okay, das war's noch mit der Folge. Ja, Abschied nehmen, immer traurig. Naja, bis zum nächsten Mal.